So, ihr geilen Schnittchen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge aus den Not Included. Am Anfang eine schlechte Nachricht. Ich werde das Projekt nicht abbrechen, aber wir müssen zumindest 4 Tage Pause machen. Ich schaff's. Ich komm nicht mehr hinterher, ja? Also, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, ist das hier die Folge, die am Donnerstag, am Mittwoch kommt. Aber die Gamescom bis Samstag, also habe ich erst Sonntag wieder Zeit, neu aufzunehmen, ja? Also quasi Mittwoch, also Mittwoch kommt ja noch, dann Donnerstag nicht, Freitag nicht, Samstag nicht und Sonntag spät. Nur damit du Bescheid wirst, es tut mir leid, ich schaff's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ja, ich muss jetzt irgendwann gleich los nach Nvidia und dann beginnt die Gamescom-Woche komplett. Deswegen tut's mir furchtbar leid. Aber wir machen auf jeden Fall weiter und meine offenen Fragen müssen auf jeden Fall dann auch noch beantwortet werden bis Sonntag. Bitte einmal, wie wir das hier vernünftig lösen. Lass euch da noch mal was einfallen. Ich bin mir da noch nicht so ganz schissel. Das werde ich jetzt noch heute angehen und versuche mein Rohrmess noch so ein bisschen abzuändern. Ja, also was das Abändern ist ja eigentlich nicht direkt so das Ding, sondern eher im Sinne von, ne, wir versuchen das nicht noch schlimmer zu machen. So, ich könnte hier runter und wenn das hier fertig ist, könnten wir mit dem isolierten Rohr so gehen. Und dafür zerlegen wir die. Dafür könnte ich dann quasi mit den Rohren, also mit dem Rohr, was ich von hier aus kriegen werde, und zwar das hier, so machen. So. Wir gehen hier runter. Dahin. Wir gehen hier runter. Bis da. Die verschwinden ja gleich. So, und wenn die gleich verschwunden sind, zeige ich es euch. So, dann habe ich nämlich den Knopf aber für, achso, ja, für den Sprit. Und hier können wir auf jeden Fall noch zwei Stromkabel zerlegen. Ob ich das so gebraucht habe, weiß ich auch nicht mehr. Ach doch, weil das nicht da an die Stelle konnte. So, und dann dürfte ich auch noch aufräumen. So, und dann haben wir es auf jeden Fall fast. Genau, das muss auch noch aufgeräumt werden. So. Und dann gehe ich doch einfach mal davon aus, dass ein Großteil... Oh. Da schwappt Wasser rüber. Dürft ihr mal wegwischen. Auf jeden Fall. Weiß halt auch leider nicht, wann der quasi wieder ausgehen wird. Aber der wird jetzt die ganze Zeit Wasser fließen lassen, wa? Ja, das Wasser hier könnte man ja rein theoretisch auch noch bis dahin bringen. Können wir das bitte aufräumen? Das stört mich. Das, die Ecke hier mit dem Petroleum stört mich, weil ich da mit den Rohren leider hart verkackt habe. So. Und dann, wenn wir gleich hier sind, heißt das für mich, ich kann die Rohre alle wieder zerlegen. Und dann würde ich sagen, brauchen wir hier tatsächlich auch noch eine Pumpe. Einfach um an bestimmten Punkten Wasser in den Kreislauf zu spülen. Verdammt. Ich würde sagen, ich komme daher gar nicht hin.
könnte das Wasser hier nehmen. Um den und das hier zu betreiben. Das heißt, ich gehe einfach so hier hoch. Habe die Wasserverbindung und dann wird die andere benutzt. Das machen wir. Und das weg. Und dann kommt da eine Goldamalgam-Pumpe rein. Auf die Höhe. Mit einem isolierten Rohr. So. Hier hoch, darüber. Und dann so. Uff. Und dann speist das Ding die und die Maschine zumindest. So. Die und die und die und die müssen dann weg. Genau, und der Strom dafür. 240er und an dem hängen ein zu wenig. Oh ja. Heißt so und danach machen wir ganz normal Kupferstrom. Und die Möglichkeit einer Ausschaltung machen wir aber auch noch. Oh Junge. Verbrühung. Oh man. Das ist heiß. Das ist heiß, heiß, heiß. So. Dann kann ich nämlich an der Stelle hier schon mal... Meiner hat einen Hitzschlag. Nice. Den einen kaputt machen. So, das ist auch noch nicht final. Aber das geht hier zumindest alles in die richtige Richtung. So, dann haben wir hier die isolierten Rohre. Jetzt erstmal bis dahin. Du bist dahin. Oh man, Alter. So, ändern wir mal die Prios. Also. Oh, guck mal, das ist. Oh, Leute, ich baue die ganze Zeit mit Prio 8 die Rohre. Oh. Jetzt verstehe ich auch, warum die Rohre immer so schnell gebaut werden. Oh, nice, wir sind endlich mal mit dem Forschen fertig. Das heißt aber, wir haben ja auch genau das hier. Das ist die Ruhephase, wa? So. Ich würde gerne einmal wischen. Einmal wischen hier, wischen da, wischen dort. Wischen tralala. Oh, stimmt. Okay, wird sich jetzt richtig einen abwischen, wa? Ah, shit. Jetzt habe ich natürlich... damit den Rohr kaputt gemacht. So, so. Und für den Strom... Genau, das war hier einfach. So. Was ist da jetzt weiter in Phase? Wo gehen meine Arbeitskräfte gerade hin? Außer in den Schlaf, natürlich.
Das ist auch wieder ein Konstrukt, was ich hier gebaut habe. Lecco mio. Aber dürfte funktionieren. Ja, genau. Wir betreiben es dann hier mit dem Strom. Was käme es mit der Pumpe? Die Ölpumpe wird nicht dauerhaft betrieben. Und das auch nicht. Also könnten wir hier... Ja. Mit einer Kabelbrücke drüber. Machen wir nochmal einen An- und Ausschalter, hätte ich gerne. Zumindest für die Pumpe. So. Und das läuft halt auch nicht dauerhaft. Das läuft ja quasi nur wirklich, wenn auf der anderen Seite irgendwas ist. So, sehr nice. Das da. Oh, ist da so warm drin? Oh, generell ist es hier unten sehr warm, oder? 36 Grad. 35 Grad. 26 Grad Sauerstoff hier drin. Was haben wir hier? 11 Grad. 28. 30. 32, 33. Moment, aber... Sascha kommt wieder raus. 19 Grad. Ah, und dann erhitzt er sich auf dem Weg bis da vorne, oder was? Okay. Heißt tatsächlich, ich würde gerne... ersetzen durch isolierte Gasleitung. So. Die heizen sich auch auf, wa? Ja, sogar ganz schön krass. So. Wir wollen ja eigentlich den Sauerstoff nutzen, um unser um alles runter zu kühlen. Das machen wir hier überall. So. Hier noch einmal wischen. Bis dahin. Und da. Und da. Und hier. Und da. Und da. Und da. Und da. Und hier. Jungs, Alter. Haben wir gerade überall gewischt noch. Wer hat jetzt schon wieder einen Hitzschlag gekriegt? Gott. So, das kann auch noch weg. Und dann können wir das da unten beziehen. So. Und selbst wenn da jetzt halt super heißes Wasser drin ist, wird der Sauerstoff dadurch halt nicht heißer. Oh. Krass, ey. Shit, shit, shit. Also Wärmegedöns von unten habe ich, glaube ich, echt einfach unterschätzt.
Muss deswegen jetzt nochmal nachkorrigiert werden. Genauso hätte ich gerne... Da, isolierte Rohre. Müssen wir halt einmal jetzt durch. Aber wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir generell die Temperatur in der Kolonie drücken. So. Da bauen wir zwei Ziegel noch hin. Und die würde ich tatsächlich gerne relativ zügig bauen. Bis schön, Jungs. Zu viel Flüssigkeit, Alter. Komm, auf geht's. Ach cool, hier haben wir mittlerweile aber auch das Ding fertig, ja? Brauchen wir halt auch ein isoliertes Rohr. So, dann gehen wir nämlich so. Machen hier die Rohrbrücke und die Rohrbrücke. So, dann kannst du erstmal bis dahin. So, genau. Jetzt können wir da nämlich vernünftig wischen. Überall vernünftig wischen. Wischen, wischen, wischen. Und hier unten auch. Los. Echt nicht? Nix wischen? Okay, pass auf. Krieg 17. Dadurch wird der Wasserstand hier, glaube ich, ganz kurz erhöht. Und ich kann das wegwischen, was da drauf ist. So, dann können wir das noch wegwischen. Dann können wir das erstmal machen. Was auch immer ihr hier tut, tut's erstmal. So. War das genau jetzt an der Bahn falsch? Nix. Einmal einschalten, bitte. So, und dann darfst du nämlich direkt hier sofort waschen, wischen. Auf der anderen Seite könnte es mir auch egal sein, dass da unten ein kleines bisschen Wasser ist. Muss nochmal aufräumen dann. Das aufräumen. Generell. Einmal die Kolonie darf dann auch noch gereinigt werden. Überall, wo noch was ist. Was ist hier falsch? Springen, springen, springen. Springen. Springen, springen, springen. Raus. Ist Strom noch nicht an? Doch, Strom ist an. Was ist das Problem? Springt, springt, springt. Auch nach rechts. Die Rohrbrücke. Nicht richtig? Ich zeige die Rohrbrücke nochmal. Eine neue. So. Doch. So. Dann hoch. Oh, die geht in die falsche Richtung. Verstanden. Rohrbrückos geht in falsche Richtung. Genau. So, jetzt wischen wir nämlich hier einmal mit einer Prio von 8. Runter mit euch. Um dann jetzt in die Sachen zu zerlegen. Ich glaube,
tatsächlich, dass es nicht genug Wasser verbraucht, was ich hier angestellt habe. Also was wir auf jeden Fall schon mal machen könnten noch. Den einfachen... Du hast einen Flüssigkeitsregulierer, den gibt es halt immer, aber... Genau. Ausgang. Ist dann so rum. So. Dann Auslauf hin. Flüssigkeitsregulierer. So. Dieses Rohr. Da rein. Da raus. Ende. Kann da unten auch was volllaufen. Warum nicht? Bevor das da jetzt voll läuft, haben wir nochmal einen Zwischenspeicher. Das ist jetzt nicht viel, aber kann ja erstmal hochlaufen. Oh ja, genau. Jetzt wird hier die Rohrbrücke. So, dann gucken wir nochmal schnell hier. Hier ist richtig. Links, links und links. Okay. Cool. So, damit dürfen wir das Problem dann gelöst haben. Das Problem ist gelöst, das Problem ist gelöst. Hier ist ein kleines Problem gelöst und hier unten dürfte jetzt sofort immer noch nicht gewischt werden können. Aber all das machen wir dann beim nächsten Mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare A, was ich vergessen habe, B, was ich tun soll und C, wie wir das Problem da lösen. Ja, damit ich halt weiter vorwärts komme. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch irgendwann mal einfach mal Richtung Himmel. Haut rein. Tschüss.